Pulled Pork liegt immer im Trend, aber wie wär's denn mit Pulled Pork Nuggets? Ja, die gibt's bei Edeka, die habe ich mitgenommen, weil ich sie noch nie probiert habe, aber heute werden sie ausprobiert. Willkommen bei der Foodschau! Ja, im Vorspann habt ihr das gesehen. Edeka Pulled Pork Nuggets. Fand ich ganz geil, habe ich mir mitgenommen und die liegen, glaube ich, schon seit 4 Monaten oder so bei mir im Gefrierer drin rum. Ist kein Aktionsprodukt, gibt es dauerhaft bei Edeka zu kaufen. Aber ich habe dir sie schon mal gekauft. Ich noch nie, bis vor 4 Monaten. Und heute dachte ich mir, ja, heute werden die getestet bei 30 Grad draußen, hier drin über 25 Grad. Ventilator läuft, ich schwitze. Was macht man dann? Man haut sich Nuggets in die Fritteuse, besser gesagt in die Heißluftfritteuse und probiert sie. Pulled Pork Nuggets klingt an sich ganz geil. Ich zeige es euch einmal kurz, was da genau drin ist. Es ist Schweinefleisch, flüssig gewürzt, gegart, zerkleinert, mit Barbecue-Soße mariniert, geformt, paniert, frittiert, separat mit Barbecue-Dip. Das war zu erwarten. Ihr seht die Zutaten, ihr seht die Nährwerte. Es ist sogar Ananassaft und Co. mit drin. Aber ist das... Nee, das muss eine Barbecue-Marinade sein. Aber... Entschuldigt bitte. Nee, das muss da mit drin sein, ne? Ananassaft und Co., weil... Es muss... Achso, das Pullet, das Schwein ist natürlich auch in Marinade schon gewesen. Daran liegt es. Ich muss gerade echt nur mal drüber nachdenken. Ihr seht die Nährwerte, ihr seht die Zutaten. Aber ich kann euch sagen, man sieht nichts zu der Herkunft des Fleisches. Das finde ich immer sehr interessant, weil wo kommt das Fleisch zum Beispiel her? Was ist das für ein Schwein? Kommt das aus Deutschland? Kommt das von einem Billigschlachthof? Kommt es aus Rumänien oder so? Wer weiß? Heutzutage weiß man ja immer nicht, wo die ganzen Leute das einkaufen. Steht nicht drauf. Es ist nur so ein Code hinten drauf, den ich mir einscannen kann, wo dann angeblich steht. Hey, einfach her, einfach QR-Code scannen, über die Herkunft erfahren. Also, da. Mehr steht da nicht drauf. Scannen wir doch mal ein, oder? Haben wir noch nie gemacht? Können wir doch mal machen. Scannen wir das gerade mal ein. QR-Code-Scanner haben die Handys ja heutzutage automatisch installiert, wenn man die Kamera anmacht. So. Ups. Wo ist es hin? Jetzt will mein Handy gerade nicht. Super, Vorführeffekt, ne? Naja, wir machen es nochmal. So, jetzt aber. So, Herkunft Edeka. So, jetzt hat das. Edeka Herkunft, da sind sie, die Nuggets. Hier steht schon mal nix. Ich muss jetzt die Lotnummer eingeben. Das ist hier wenigstens gut erklärt, wo die Nummer ist. Also welche Nummer ich jetzt eingeben muss. Das ist die 3764. 3764. Suchen. So, gucken wir mal, wo das Fleisch denn herkommt, was hier drin ist. Edeka, da ist die Nummer, das ist die Lotnummer. Okay, da steht nichts. Da steht nur, wo es geschlachtet wurde und wo es zerlegt wurde und wer der Hersteller ist. Mehr steht da nicht. Da steht aber nicht, wo das Schwein herkommt und Co. Das finde ich doof. Wenn das hinten drauf steht, dass ich das rauskriegen kann mit dieser Nummer, dann sollten sie es auch drauf machen. Hier steht jetzt nur, geschlachtet wurde es von der BMR Schlachthof Garrel. In Garrel gehört zum Egge-Schlachthof in Georgsmarienhütte irgendwie dazu. Und der Zerlegebetrieb ist die Kurt Heinrich Kemrick GmbH aus Duisburg. Und der Hersteller aus Fosco. Ist jetzt nicht so die Angabe, die mich jetzt weiterbringt, wenn ich das online mache oder über so eine App mache. Naja, schade. Hätte ich mir mehr von erwartet. Wir probieren es jetzt gleich aus. Darum geht ihr jetzt in die Nahaufnahme oder seht ihr mich gleich wieder, seht die Nahaufnahme und dann probieren wir es darum. Bis gleich. Ja, und hier sind sie jetzt frisch aus der Fritteuse, also aus der Heißluftfritteuse. Hier ein bisschen dunkel geworden, aber nicht schlimm, aber schön kross. Aber auch gleichzeitig schön weich. Also drin merkt man, dass es wirklich so gepult ist. Hier seht ihr jetzt das Innere. Ja. Also ein Pulled Pork Nugget, den wir jetzt gemeinsam probieren. Ja, und da seid ihr wieder. Und ich habe das Nugget direkt in der Hand. Ja, und ich bin jetzt gespannt, was es kann. Kann es wirklich lecker sein oder ist es einfach ein bisschen übertrieben oder einfach nur künstlich? 11 Stück sind drin, das hatte ich gerade schon probiert. Barbecue-Soße gibt es auch. Ist nicht viel, ist in so einem kleinen Schildchen drin. Jetzt wird auch langsam wieder das Licht dunkler, kann sein. Ich muss mich jetzt auch beeilen, ich bin auch echt kaputt, ich bin durchgeschwitzt. Darum, ich beiß kurz rein und dann sage ich euch, ob es schmeckt. Und das schmeckt ehrlich gesagt gar nicht schlecht. Also von der Barbecue-Geschmack, du schmeckst, dass die Marinade dran ist. Wie schmeckt es mit der Marinade zusammen? Mmh. Die finde ich nicht so gut, die ist sehr säuerlich. Da habe ich eine bessere. Ich kann mal, will jetzt nur nicht aufmachen, ich zeige sie euch nochmal. Nee, die ist es nicht. Okay, da.
Wenn ihr mal eine Barbecue-Soße möchtet, eine richtig geile, das ist eine der besten der Welt, die bekommt ihr bei Prime Barbecue, müsst ihr mal eingeben. Der bestellt die ganz offen, die ist immer ganz schön ausverkauft. Die kann ich euch nur empfehlen. Das ist wirklich die geilste Barbecue-Soße, die ich kenne. Die ist leicht süß, trotzdem pikant, mit Honig und so. Total mega geil. Also das ist so eine geile Soße, habt ihr glaube ich noch nicht gegessen. Also die empfehle ich euch, Blue Honk. Sehr zu empfehlen. Aber die Edeka Pulled Pork Nuggets sind lecker. Das kannst du einfach nicht abstreiten. Das ist eine leckere Version. Was mich ein bisschen stört, ist einfach nur, dass du nichts rausbekommst, wo kommt dieses Fleisch her. Das ist einfach so ein bisschen ärgerlich. Ich finde das schade. Gerade wenn hinten so eine Deklaration drauf ist, dann kommst du gar nicht weiter. Geschmacklich sind sie gut. Ich würde aber wirklich Punkte wegen dieser einen Geschichte abziehen und dass die Barbecue-Soße jetzt nicht so der Knaller ist. Darum sage ich mal 4 von 5 Punkten. Ja, 4 von 5 Punkte, das kann man machen. Dafür ist es okay. Wie gesagt, das ist so ein bisschen... Ich weiß nicht, wie ihr das findet. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Würdet ihr gerne wissen, wo es herkommt? Wärt ihr vielleicht bereit, mehr zu bezahlen? Vielleicht wirklich, wenn es nur 50 Cent sind. Das ist im Fleischbereich echt viel. Da kannst du viel tun an der Haltungsform. 50 Cent mehr zu zahlen, dafür kommt das Fleisch vielleicht aus der Haltungsform 3, also schon mal aus einer Bioform. Und dann halt so. Wäre ich völlig bereit zu. Fände ich viel, viel cooler, auch wenn das damit deklariert wird. Ich würde es dann sogar eher kaufen als jetzt diese Version. Aber geschmacklich muss man sagen, ist die Version echt lecker, schön zart, schmeckt nach Pulled Pork. Kann man nichts gegen sagen. Aber wie gesagt, das ist einer Punkt, das ist so ein bisschen negativ. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Ich bin jetzt fertig. Ich gehe jetzt duschen. Ich bin durchgeschwitzt. Reicht für heute. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Euer Bob.